So, hier gibt es ein Skript-Tutorial bzw. ein Skript-Reflect-Tutorial, wie ihr euch Enchanted Books machen könnt. Es gibt eine lange Geschichte aktuell zu diesem Thema, denn momentan, mal wieder muss man sagen, wer Skript lang nutzt, weiß, das passiert irgendwie andauernd, sind einfach die Enchanted Books kaputt. Ich sage euch einfach mal ganz kurz, wie es aussieht. Normalerweise haben die funktioniert, in der 1.19.2 funktionieren plötzlich nicht mehr. Genau, wir geben mal /Test ein und wir kriegen ein normales Buch. Ich mache mal ganz kurz das Resource Pack raus, damit man es besser sehen kann. Okay. Also, wir haben quasi ein ganz normales Buch. Und natürlich hier kein Enchanted Book. Man sieht einen Unterschied. Und ja, warum ist das so? Also, normalerweise gibt es hier dieses Enchanted Book auch ohne Attribute. Nur, das ist offensichtlich einfach nur ein Buch mit einer Verzauberung. Aber irgendwie auch nicht mit einer Verzauberung. Also quasi ein normales Buch mit dem Glowing-Effekt, weil es halt eben einen NBT quasi eine Verzauberung zugewiesen hat. Aber es ist quasi kein Stored-Enchantment. Ich gleich ein bisschen genauer. Genau. Ich stand eben auch vor dem Problem und ich habe gedacht, fuck, was kann ich jetzt dagegen machen? Und ich bin ein bisschen. Ich habe generell mal gesucht und so. Was gibt es momentan? 2020 habe ich was gefunden. Und ja. Was ich hier gefunden habe, war schon recht gut und recht nett. Ich habe das Ganze noch ein bisschen umgeschrieben, damit man das Ganze auch ein bisschen, naja, besser nutzen kann zumindest. Damit es einfach ein bisschen besser funktioniert. Zumindest für den aktuellen Zweck. Genau, also hier Credits für dieses System gehen hier an ihn. Anatrick. Anatrick? Denke ich mal, so spricht man aus. Und genau, hier könnt ihr auch nochmal schauen, was man sonst noch so machen kann. Get Stored Enchantment und Remove Stored Enchantments. Ich verlinke euch das Ganze dann eben in der Beschreibung. Okay, wir entfernen es erstmal. Wir stellen eben auch mal ganz kurz um auf Tab-Stops. Genau. Wir starten das Ganze mal so und zwar mit der Function Enchanted Book. Das nennen wir einfach mal so. Beziehungsweise, ich nenne das mal Books, weil ich habe das gerade schon mal einmal benutzt. Das nennen wir da einfach dann irgendwie so, keine Ahnung, Enchantments, Enchantments gibt es eben auch hier als Wert. Also das ist hier kein String oder so, sondern Enchantments gibt es halt bei Script wirklich als Wert, als ja. Definierte als Datentyp. So nennt man das Ganze, glaube ich. Genau, und dann natürlich noch Level ist natürlich einfach ein Integer, ist klar. Und ja, dann returnen wir halt einfach ein Item. Item. Genau, insoweit jetzt nicht so viel anders als eben das Beispiel. Okay, das erste, was wir machen, ist folgendes. Und zwar brauchen wir eigentlich, also ich meine, alles steht und fällt natürlich jetzt auch wirklich so mit dieser einen Zeile und das ist eigentlich auch so das Wichtigste, was wir momentan machen müssen. Und zwar, ich zeige es auch mal ganz kurz hier in der Doc, in Docs. Und zwar brauchen wir einen Item-Stack. Ich glaube, das Ganze ist hier irgendwie so ein bisschen besser beschrieben. Ich muss gerade mal schnell schauen, welchen das wir hier brauchen. Oh Gott, es gibt hier immer so viel Stuff. Ich glaube, es hat nichts mit einem Inventar zu tun, oder? Das muss ich selbst mal kurz schon nachschauen. Doch, es hat was mit einem Inventar zu tun. So, und zwar den Item Stack. Genau. Dieses Ding brauchen wir, das heißt, wir importieren. So. Das Teil brauchen wir einmal. Und dann brauchen wir natürlich noch was und das ist dann Material. Da schauen wir uns einfach mal hier an. Das ist das Package. Natürlich können wir ein Package. Also wir können das Package nicht importieren, aber wenn wir dann nochmal genauer reinschauen, gibt es natürlich nicht nur als Material, sondern auch als Klasse, die wir importieren können. Deswegen zoomen wir uns das hier raus. Snacken uns das hier. Und importieren natürlich auch nochmal das Ganze. Okay, das Item setzen wir dann eben zum Item Stack. Ich meine, ich kann es mal ganz kurz schnell zeigen, wie das Ganze funktioniert. Oh Gott, ich will jetzt vielleicht nicht zu sehr in Java reingehen, aber es ist gerade ein bisschen ein Java-Topic. Ich sehe da zum Beispiel, es gibt Item Stack leer, es gibt es einmal mit einem
Argument, glaube ich, nennt man so ein Skript. Dann also mal einmal Stack, einmal Type, dann das Type und Int Amount und so weiter. Wenn ihr euch gerade so fragt, so what the hell, warum gibt es hier x mal das gleiche? In Java nennt man das Ganze Overloaded Method. Das heißt quasi, es ist eine Methode, die überladen ist, in Anführungsstrichen. Klingt jetzt irgendwie nach einem Fehler, aber ist tatsächlich ein Feature, auch wenn die Beschreibung davon irgendwie denkbar schlecht ist. Bedeutet quasi, ihr könnt in Java, anders als das Skript, die gleiche Methode immer und immer und immer wieder definieren. Aber es gibt eine Regel, und zwar müsst ihr quasi ändern, welche Daten das ihr damit quasi annehmt. Also wie jetzt zum Beispiel das Skript, wenn ihr eine Function macht, dann könnt ihr in Java zum Beispiel jetzt eine Function machen, ItemStack mit Integer, ItemStack mit String und so weiter. Oder zum Beispiel Integer und String oder nur Integer oder nur String oder halt eben alle drei quasi parallel. Und das Ganze funktioniert so, Java ist so schlau und erkennt quasi selbst an, welche Methode quasi die richtige ist. Das heißt zum Beispiel angenommen, ihr nutzt das ItemStack in Java oder auch ein Skript, jetzt eben hier ein Script Reflect, und ihr gebt hier einen ItemStack rein, dann weiß das automatisch, okay, es ist kein Type, es ist kein Type und End, es ist kein und so weiter. Wisst ihr, es erkennt quasi automatisch, okay, das ist ein ItemStack, also nutze ich hier diese Methode. Das ist eben sehr wichtig, damit ihr das Ganze wisst, denn ansonsten werdet ihr hier ein bisschen verloren sein. Und genau. Ja, dann haben wir hier quasi einmal halt ohne irgendein Argument und wir wollen natürlich hier etwas, wir können jetzt zum Beispiel schon mal genau nur den Materialtyp nehmen. Da kriegt man quasi immer einen. Genau. Das ist zum Beispiel für uns vollkommen ausreichend, aber dann wissen wir eben, okay, ItemStack und den Material-Typ brauchen wir hier. Das Ganze machen wir folgendermaßen. Wir gehen hier wieder rein und zwar setzen wir das Ganze zu dem Typ, beziehungsweise wisst ihr, das Problem ist gerade nur, ich müsste eigentlich ist es hier ein Java-Tutorial, muss man leider ganz ehrlich sagen. Denn ich kann hier, also für ein Tutorial kann ich natürlich viel erklären, nur es gibt für euch keinen Sinn, wenn ich einfach nicht den Java-Hintergrund erkläre, dann ja, ist es problematisch. Wie kann man zum Beispiel jetzt in Skript hier einen ItemStack sich holen? Ich versuche es einfach zu erklären. In Java hat man sowas wie ja, also zuerst ist meist Java ja objektorientiert. Das heißt, man muss diese Objekte ich weiß nicht, ob initialisieren das ganz richtige Wort ist. Ich bin schlecht mit Worten und ich bin auch schlecht mit irgendwelchen Informationen wiedergeben. Ich wäre ein schlechter Lehrer einfach, sagen wir mal so. Mir fallen die Fachbegriffe in der Regel nicht ein. Ich kann es anwenden zu 200%, aber die Begriffe sind bei mir ganz RIP. Okay, auf jeden Fall, in Java müssten wir quasi erstmal das Objekt callen und das wäre quasi zum Beispiel mit new ItemStack. Okay, warum hier new? Natürlich kommt ihr dann sowas rein. Warum new? Falls ihr euch erinnert oder falls ihr schon mal Java gesehen habt, dann gibt es da zum Beispiel hier sowas, ItemStack. ItemStack ist quasi in Java die Klasse. Ja, ich schreibe es mal so auf. Dann quasi der Name des ItemStacks, das könnt ihr zum Beispiel auch ItemStack nennen, muss allerdings ein bisschen anders aussehen, also ihr könnt es auch klein schreiben zum Beispiel in Java. Und dann halt eben new ItemStack und so weiter. Ups, natürlich, hier muss das Ganze groß sein. Und dann sieht es zum Beispiel so aus. Material. Was weiß ich mache jetzt mal Brad. Weiß es, kürzer ist das in Charnebook. Genau, das hier wäre Java. Oh Gott. So sieht es in Java aus und so würde es dann in Skript aussehen. Das heißt, auch hier mal quasi das gleiche Material. Enchanted Book. Sobald ihr hier irgendwas mit in Anführungsstrichen Java macht, müsst ihr bedenken, ihr müsst die Groß- und Kleinschreibung extrem beachten. Schreibt ihr dieses Ding hier klein, verloren. Einfach direkt verloren. Und natürlich auch das hinten muss groß sein und so weiter. Da ist Java und eigentlich alle Programmiersprachen sind extrem anfällig. Okay, ihr seht ja zum Beispiel hier haben wir das Ganze in
Script Reflect und hier mal ganzes quasi in Java. So, das Ding ist natürlich jetzt hier nutzlos für uns, das funktioniert nicht. Aber ich will mal ganz kurz zeigen, was der Unterschied ist. Ich habe jetzt quasi einen Item-Stack, der hier im Script nicht näher definiert wird. Der Item-Stack ist quasi das gleiche wie hier Item, also wir können hier auch wirklich das Ding vielleicht zum besseren Verständnis, nennen wir das Ding auch mal Item-Stack. Das ist quasi exakt das gleiche. Das ist hier eine Variable in Java und das ist eine lokale Variable in Script. To ist gleich, das ist... Ich weiß gar nicht, ob hier auch mit ist gleich funktionieren würde. Probieren wir mal ganz kurz. Ich weiß, es wirft mindestens ein Error. Reload to... Es wirft zwei Errors. Okay, es funktioniert schon mal nicht. Naja, nicht schlimm. Gut, mit einem Error, so funktioniert es genau. Also was wir quasi sehen ist, es ist nicht viel anders. Wir haben hier, vom Syntax her haben wir wirklich sehr, sehr große Ähnlichkeiten. Und, ich meine, klar, so. ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie was seht, was ihr, also irgendwie Java-Code seht und ihr denkt euch so, boah, wie mache ich das Ganze als ein Skript? Dann könnt ihr euch sicher sein, es ist nicht so viel anders. Und ich meine, natürlich wirft es auch die Fragen auf, so warum überhaupt Script Reflect anwenden, wenn man auch Java nutzen könnte. Das ist natürlich ein Problem, aber es ist rundum einfach einfacher. Denn wenn ihr in Java seid, könnt ihr nicht sagen, so okay, jetzt mache ich es einfach mal doch mit Script, gibt irgendein Plugin dafür oder so. Dann müsst ihr halt wirklich diesen harten Weg gehen und dann habt ihr ein Problem. Okay, das hashtaggen wir mal aus. Gut, jetzt haben wir das zum Beispiel hier oben, das kommt natürlich dann als S1, wie ich schon gesagt habe, als überladene Methode, ihr könnt auch zum Beispiel 10 geben. Ja. So. oder könnt es auch rauslassen und bekommt einfach 1. Genau. Dann geht's weiter. Und zwar müssen wir natürlich dann noch die Metadaten ausholen. Das ist schwer zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, weil das würde das Ganze einfach sprengen. GetItemMeter bedeutet quasi, hier sind einfach dann die Metadaten gespeichert, die wir dann modifizieren können. So, da jetzt hier dieses Skript aus GitHub mehrere Enchantments hinzufügen lässt. Warte, ich sehe gerade, Enchantment Type müssen wir hier oben reingeben. Types, sorry. Werde ich das Ganze mal übernehmen. Ich habe es privat vorher, also gestern mal probiert ohne diesen Loop, aber es hat nicht funktioniert. Vielleicht bin ich einfach nur auch dumm oder so. Keine Ahnung, ich habe es nicht hingebracht. Ich habe es auch nicht ewig lang probiert, aber wir machen es einfach mal so. Macht es auch keinen großen Unterschied. So, Enchantments. Dieses Ding loopen wir hier, weil es eben Types sind, also hier mehrere Types, also mehrere. Es ist quasi eine Liste, was hier rauskommt. Okay. Wir loopen das Ganze. Dann, das ist im Prinzip jetzt einfach nur abschreiben. To loop value. Denke ich mal, muss ich jetzt nicht erklären. Set type to. Kommt so ein Foul. Punkt get type. Ihr könnt vielleicht noch was erklären. Aber ich glaube, get type könnte man sogar rauslassen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Stellt einfach sicher, dass eben hier nochmal wirklich der Enchantment type richtig gewählt wird. Ich denke mal, wenn ihr was Falsches reingebt, könnte es eventuell einen Error oder sogar eine Exception geben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ansonsten, wenn es eben nicht klappt, dann kommt hier irgendwie Null oder so raus. Und Null, glaube ich, gibt nicht immer, also gibt manchmal auch eine Exception, aber in der Regel eigentlich nicht. Genau, dann müssen wir einfach noch das Ganze anwenden. Und zwar meta.addDoorEnchantment. Ui, da kann man nochmal kurz reinschauen. addDoorEnchantment, genau. Was können wir hier machen? Gehen wir jetzt oben rauf. Okay, es gibt eigentlich irgendwie gar nicht mal so viel, was wir machen können, oder? Haster Enchantment, ja, okay. Ja. Also, keine Ahnung, Enchantment, das Enchantment, Int Level.
Und halt eben, ob es die Level Restriction ignorieren soll oder nicht. Das heißt, ja, eigentlich selbstgelernt. Hier sind auch noch ganze Enchantments, die es eben gibt. Ja, also ich denke mal, das ist jetzt nicht so sonderlich schwierig. Okay, wir haben das Stored Enchantment und das Ganze ist dann zum Beispiel hier im Type. Das nächste ist dann das Level und das wieder nächste ist dann zum Beispiel, nehmen wir einfach mal False. Das heißt, ja, es wird halt quasi dann eben nicht jetzt irgendwie das Level Cap ignoriert. Wobei es natürlich auch sinnlos ist, denn ihr macht das Ganze ja nur per Konsole und so weiter. Also per Skript und das würdet ihr irgendwie merken. Okay, dann machen wir noch Folgendes. Dann müssen wir eben noch die Metadaten anwenden auf das Item. SetItemMeter. Und, oh Gott. Ich bin schlecht geworden im Skripten. Das ist echt. Ich habe die Fingerfertigkeit nicht mehr irgendwie. Wenn die ganze Zeit irgendwie Char benutzt, dann ist es irgendwie alles anders. So, das ist schwierig. Genau, natürlich returnen wir noch das Item und haben hier quasi unser Item. Okay, dann wollen wir uns das Item mal geben lassen. Comment Test Trigger Give Player Enchanted Books. Dann können wir jetzt zum Beispiel überlegen, Enchantment Type, was gibt es, was wollen wir? Infinity. Nee, warte mal. Ich sehe gerade, natürlich haben wir hier einen Enchantment Type, das heißt einen fest definierter Typ, das ist kein String. Wäre ein Fehler. Level, keine Ahnung, 2. Achso, nee, wir haben jetzt. Okay, Fehler ist natürlich gefunden. Ich habe natürlich das Vor von Item auf Item Stack geändert. Und weiter unten natürlich nicht mehr geändert. Das ist natürlich einfach nur dumm. So, jetzt passt das Ganze und es soll jetzt eigentlich auch funktionieren. Ach ja, und es funktioniert. Okay, wir haben Enchanted Book ohne irgendwas. Okay, warum haben wir hier kein Enchantment? Eieieiei. Oh. Okay. Haben wir nun alles? Wir haben alles. Okay. Sehr gut. So, das können wir jetzt theoretisch machen, wie wir wollen. Ich habe eine Fliege auf dem Bildschirm. Nice. Ich hasse diese kleinen Mücken, Mann, das ist so nervig. Kriegst du einfach nicht tot. Da kann man irgendwie alles machen, was weiß ich, Unbreaking 5 wahrscheinlich sogar. Genau, was ist Maximum bei Unbreaking? Ich weiß es gar nicht mal. 4? 3? 3 ist Maximum. Wenn wir das Ganze mal zum Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, um Komma auf False stellen, was passiert dann? Okay, dann funktioniert es nicht. Wenn wir es auf 3 stellen, dann funktioniert es. Okay. Also hier quasi ist es nur hierfür da, dass ihr halt eben sagen könnt, okay, ich will mehr als das maximal erlaubt, in Anführungsstrichen. Genau. Ja gut, okay. Das war es im Prinzip schon. Schon in Anführungsstrichen war es leider relativ lang. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich gewesen. Ich versuche das Ganze noch irgendwie so gut zu schneiden, wie es irgendwie geht. Und ja, in dem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.